Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Two Point Hospital. Ich habe hier immer noch die Herausforderung, wir müssen mit einem Zimmer Stufe 5 erreichen. Sollen wir das hiermit mal machen? Upsa, nee, das war jetzt doof. Wir machen mal hier... einfach noch ein paar Goldsternchen hin. So, zack, damit wäre die Herausforderung geschafft. Sehr schön. So, Pixeliose, wir brauchen ein Auflösungslabor. Shit, ich glaube, wir müssen wirklich forschen. Ja, gut, dann, machen wir doch mal hier eine Forschungsabteilung hin. Oh je, und ich muss Toiletten reinigen, sonst geht mir das Geld aus. Das wäre schrecklich. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. So, dann brauchen wir auf jeden Fall, nehmen wir dich schon mal. Die stecken wir dann gleich in die Forschung. Ach Mist, jetzt habe ich gerade gesehen, ich wollte den hier reinpacken, weil halt da ein Psychiater fehlte, aber jetzt gerade erst gesehen, da war dann ja doch gerade jemand noch rechtzeitig zur Stelle. Boah, ich muss sagen, das ist aber schon ein ziemlich mieses Handicap hier mit den verschiedenen Herausforderungen, die man da machen soll. So, Forschung. Ich muss mich leider hier einigermaßen günstig halten. Was bringt der denn? Plus 2% Forschungsvermögen. Ja, komm, den gönnen wir uns tatsächlich. Der brecht... ah, wobei, nee, komm. Wisst ihr was? Lass mal. So, Auflösungslabor. Dann schauen wir mal. Personal, wo ist unser Forscher? Da ist er. Sehr schön, du gehst gerade Richtung Forschung. Das finde ich super von dir. Und unsere Finanzen gehen gerade Richtung Pleite. Das wiederum finde ich gar nicht super. Da habe ich eine Heizung vergessen. Oh Mann, Mann, Mann. Ob das was wird? Auflösungslabor benötigt. Haben wir noch einen weiteren Forscher? Yo, hätten wir sogar. So, dann forscht doch mal bitte. Meditech is in the news today after claiming they found a cure for acne. So Leute, wir sind beinahe pleite. Wait. Weil keiner aufs Klo will. The company hopes to start trailing the procedure early next year. Na, nehmen wir mal an, aber ich glaube zwar nicht, dass es was wird, aber möglich ist es ja. So, Moment, dich stellen wir mal dahin. Dann hat man hier wenigstens noch den Durchgang frei. Drehen wir mal das Tempo hoch. Nicht, dass das an der tatsächlichen Forschungsdauer etwas ändert im Verhältnis zur Spieledauer, aber vielleicht werden schneller die Klos dreckig. Ach Gott sei Dank, da wird ein Klo benutzt. Und da wird noch ein Klo benutzt. Sehr schön. So, bitte werd jetzt ein bisschen dreckig. Jawohl, zack, du wirst auch sauber gemacht. Notfall für die Station, ja, den nehmen wir doch gerne mit. Wenigstens für die Notfälle gibt es ja durchaus einen Taler zu verdienen. Für die Promis, stimmt, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, neben der Sache mit unserem Lord Helmchen hier, den wir beglücken müssen, die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und ihr seht, die Schulden sind jetzt nicht so geil. Nope, nicht jetzt. Die Meldung, dass das Krankenhaus nicht kostendeckend arbeitet, finde ich in dieser Mission sowas von unnötig. Oh, ein Forschungslarry von Bungletech kommt vorbei, das finde ich super. Gut, dass da jemand gestorben ist, finde ich natürlich gar nicht super.
Oha, da muss aber jemand ganz dringend auf den Boiler. So, direkt einmal sauber machen, bitte. Sehr schön, da haben wir dann die letzte Toilettenkabine, sodass wir wieder einen kleinen Obolus in Höhe von 50.000 kriegen. So, die Jahresübersicht. Ich bin gespannt. Komm, wir hauen direkt alle raus. Ja. Arbeitgeber des Jahres und aufsteigender Stern, sehr schön. Den Rest leider überhaupt nicht. Aber wenn einem finanziell so dermaßen die Hände gebunden sind, ist das, denke ich, wenig verwunderlich. So, ich hätte ja sehr gern jetzt mal einen Larry gehabt hier, der Geister jagen kann. Und da haben wir schon einen, sehr schön. Dann her mit dir. So. Sehr schön, wir haben wieder ein paar Taler bekommen. Das finde ich sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass er bald mit seinem nächsten Ziel rausrückt. Bilde einen Hausmeister aus. Ja, sehr schön, komm. Kurs starten. Wir nehmen Geisterjägerei. Das darf er machen, weil wir uns was anderes nicht leisten können. Und wir bilden dich weiter. So. Wie läuft eigentlich der Notfall? 3 geheilt, 2 fehlgeschlagen. Na gut. Hoffen wir einfach, dass uns die Pixeliose irgendwie finanziell mal über Wasser hält. Wie gesagt, das Level so in der Form finde ich echt schwierig, wegen der Sache halt mit dem Geld. Ganz einfach. Die Ratte haben wir jetzt auch nicht erwischt, toll. Spritzenhaus benötigt, auch das noch. Ja, dann lassen wir den erst einmal warten. Sondermeldung, sehr schön, und 10.000 dazu. I think that's good advice for us all. And I can tell you with all sincerity, Auflösungslabor, ja, das weiß ich doch. Ich überlege, will ich ein Darlehen aufnehmen? Ich finde das gerade dadurch, dass wir keine Einnahmen generieren können, sehr, sehr schwierig zu beantworten, diese Frage. Gehen erstmal runter vom Tempo. Komm, wisst ihr was? Mach mal kurz Pause, damit wir auch genug Zeit haben, das Darlehen auch zu investieren. Wir nehmen jetzt eins auf und bauen jetzt erstmal hier ein Spritzenhaus hin. Ein paar Arzneischränke dürfen da ruhig rein, nicht zu viele. Ah, egal. Scheiß drauf. Hauptsache, es wird hier alles vernünftig geheilt und der Ruf geht nicht kaputt. So. Dann noch ein Bänkchen davor oder zwei. Und das Spiel kann weitergehen. Way! So, damit hätten wir die Sache mit dem Spritzenhaus schon mal durch. Allerdings brauchen wir noch was gegen die Pixeliose. Aber das haben wir ja bald. Noch ein paar Pünktchen. Sehr schön, 500 Forschungspunkte. Und damit hätten wir unser Auflösungslabor. Ich kann doch über die Forschung die ganze Zeit Geld generieren. Haha! So, bitte sag mir, dass wir es uns leisten können. Nein! Okay, zweiter Kredit her. So, ist doch mal schön, wenn wir dann mal wieder was komplett Neues erleben. Komplett neuen Raum. So, hier passt der Arzneischrank leider nicht hin. Ja, komm, dann machen wir zumindest noch ein bisschen was fürs Prestige. So, und rein mit dem Tempo. Okay,
Okay, dann sollte ich mir vielleicht doch mal einfach einige Forscher noch ins Boot holen und dann hier permanent nach mehr Geld forschen. So, wir hätten einen Hausmeister weitergebildet. Sehr schön, das heißt, wir haben Geld und das heißt, wir können dieses Riesendarlehen schon mal zurückzahlen. Finde ich schon mal relativ tröstlich. Als nächstes schon wieder 8 Toiletten. Ich hasse das mit den Klos. So, dann her mit dem Toilettenreiniger. Ah, will ich jetzt noch mehr für Personal ausgeben? Ich weiß ja nicht so recht. Ich würde sagen, wir warten erstmal ab, wie sich die ganze Situation so entwickelt. So, da hätten wir die Pixeliose. Sehr schön, er wurde entpixelt. Und die Wandlung ist direkt erstmal fehlgeschlagen. Das finde ich ja so super. Heißt die halt wirklich Hulk? Geil. Dr. Melanie Hulk. So, komm, dann gucken wir uns doch mal an, wie die Behandlung so im Ganzen aussieht. Oha. Was ein Quatsch. Aber egal, Hauptsache Gehalt. 100.000 verdienen, ja, das dürfte lustig werden. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich bin da ein bisschen pessimistisch. Ich weiß auch nicht, warum. Mehrere haben nichts zu tun. Wie viele Hausmeister haben wir denn? Könnte man ja wirklich vielleicht drüber nachdenken. Ja, 3 Stück finde ich jetzt eigentlich nicht zu viel. Na gut, aber wenn gerade nichts zu tun ist, dann ist halt nichts zu tun, ne? Ich meine, was will man machen? Ja, und den nächsten umgebracht. Schön. So, bist du der Forscher, Larry? Jawohl. Sehr schön. Dann forsch mal hier weiter. Überlege gerade, ob wir nicht. Also, ich meine, ich bin weiterhin auf der Suche nach Forschern, aber dass sie dann hier alles vollstopfen und einfach erstmal Geld generieren. Gott sei Dank haben wir ja schon in den anderen Missionen soweit, bis auf jetzt hier diese Entpixelungsanlage, nenne ich es mal, erforscht. Epidemiewarnung. Ach Gottchen, im Krankenhaus wurde die ansteckende Krankheit fürchterlicher Fluch gefunden. Die Seuchenschutzbehörde des Two Point County, DPCDC, wird uns belohnen, wenn sie sich nicht einmischen muss. Wir haben einen kleinen Vorrat an Impfstoffen erhalten, also müssen wir Leute mit den entsprechenden Symptomen impfen, bevor sich die Krankheit ausbreitet. Wenn uns die Impfstoffe ausgehen oder uns zu viele Infizierte durch die Lappen gehen, übernimmt die TPCDC und kümmert sich um die Epidemie. Der fürchterliche Fluch ist am Gang der Betroffenen zu erkennen, der an Patienten erinnert, die an vorzeitiger Mumifizierung leiden. Die Krankheit breitet sich durch kräftiges und uraltes Niesen aus. Herausforderung: 4 infizierte Patienten gefunden, 20 Impfstoffe verfügbar, Belohnung 15 Ruf, 10.000 und 2.500. Bonus für erfolgreiches Impfen 300 pro Person und für übrige Impfstoffe 800. Okay. So, stopp du hier zum Beispiel. Dich impfen wir mal. Wer geht denn noch wie eine Mumie? Ja, gut, bei dir ist das was anderes. Du bist quasi eine Mumie. So, du auch? Genauso? Okay, das ist definitiv das, woran man es erkennen kann scheinbar. So, du bist der Nächste. Zack. Einer fehlt noch. Haben wir dich. Bam! Glückwunsch, wir haben die ansteckende Krankheit erfolgreich ausgemerzt. Huhu. Schön, jetzt haben wir 2.500 bekommen. 1.200 für das erfolgreiche Impfen und 12.800 für die restlichen Impfstoffe. Wey, das ziehen wir uns doch mal gerne rein. Kommt doch Freude auf. Schön. I like. Achso, du machst den Ghostbuster. Ja, mach das mal. Hier lege ich das Projekt mal auf Eis und mach stattdessen... Oh, kann ich ja nicht, weil kein Geld da ist.
müssen wir noch mal schnell ein paar Klos putzen, wenn denn mal was dreckig gemacht würde. Oder wir nehmen uns noch mal das große Darlehen auf und machen hier dann allgemeine Forschung. So, komm, dann zahlen wir das mal zurück, damit wir uns im Zweifel dann doch nochmal einen Kredit dazu holen können. So, die Attraktivität haben wir nicht geschafft. Wir werden auch das mit den 100.000 nicht schaffen. Welche Überraschung! Boah, aber das mit den Toiletten ist echt garstig. Ich meine, die anderen Sachen, die hat man ja noch relativ schnell hinbekommen. Aber Toiletten reinigen, wenn keiner aufs Klo muss, scheinbar, das ist echt mies. So bescheuert sich das anhört, aber ich glaube, wir müssen erstmal unseren Fokus auf die Toilette legen. Nein, nicht jetzt. Da haben wir sowieso kein Geld für. Aber bleib stehen, du Ratte! Peng erwischt. Haha! Notfall, Spritzen. Ja, Spritzen, das haben wir doch. So, da geht jetzt schon direkt ein Pfleger hin, nämlich du, Madame. Und hoffentlich... Ja gut, es ist ein Notfall, das heißt, wenn wir den schaffen, kriegen wir auch wieder Geld. Das ist dahingehend super. Hast du denn überhaupt die richtige Qualifikation? Schauen wir mal. Nein, natürlich bist du der Diagnose-Larry. Hätt's viel besser gefunden, wenn du der Impf-Larry bist. Warum gehen die immer aufs gleiche Klo, Mensch? Komm raus da. Jetzt habe ich leider gepennt, sonst hätte ich das Klo vorher schon sauber gemacht. So, 4 Toiletten müssen wir noch reinigen. Oh nein, einen umgebracht. Nicht gut. Security Alert. Please be alert. Mann, geh doch mal bitte einer aufs Klo. Ich brauche Geld. Das klingt in so vielerlei Hinsicht falsch, da möchte ich gar nicht groß drauf eingehen, wie falsch das klingt. Wow, 3 fehlgeschlagen, ja super, 1 geheilt, ja. Minus 5 Ruf, schön, hat ja voll gut geklappt. Und wir machen weiter miese, ich weiß gar nicht, was das Limit nach unten hin ist, ob es da eins gibt. Weil wie gesagt, diese Toilettenbedingung, die ist echt mies. Ich meine, alles andere, ja, bilde einen weiter, alles klar, machst du eben, ne? Aber ja, wenn hier keiner aufs Klo geht, was willst du da bitte machen? Nix. Einfach nur gar nichts. Gefühlt kommen auch kaum neue Patienten in Pixeliose, wobei doch endlich ist mal wieder einer zur Behandlung unterwegs. Das finde ich super. Haben wir eigentlich noch... Ne, es gibt keinen weiteren Forscher. Erstmal zumindest noch nicht. Don't put your health in the hands of a quack. So, einmal sauber machen. Dann machen wir dich nochmal sauber und dich. Ja, sehr schön. Dann brauchen wir noch eine Toilette zu reinigen. Und dann hätten wir endlich mal wieder ein bisschen... Ja. Wobei, nee, mehr Geld haben wir dann nicht, weil dann erstmal alles für die Schulden drauf geht. 24 hours a day. This is Two Point Radio. Sehr schön, du machst es direkt wieder dreckig. Das finde ich super, weil dann können wir es sauber machen und dann kriegen wir Geld. Ich mag Geld. So, mach hin bitte. Dankeschön. So, werter Hausmeister Larry, reinige bitte die Toilette. Nein, jetzt macht er erstmal Pause. Ach, Gott sei Dank, ein Filmstar kommt vorbei. Das heißt, wieder 10.000, die wir uns reinziehen könnten, so wie es denn hinbekämen. So, wo ist unser Chirurg? Da nischt. Hä? Achso, der ist schon zugange. So, noch haben wir... Was? Es fehlt noch einer. Ah! Ich dachte, wir hätten genug. Verdammt. Hä, waren das nicht gerade 3 Stück?
Und du bist komplett ausgebrannt, aber ich finde es sehr schön, dass du jetzt trotzdem noch deinen Job machst und die Toilette reinigst. Na super, irgendwie zählt das scheinbar nicht. Wenn wir jetzt auch noch einen Bug haben... Alter, das wäre richtig mies. Na gut, schauen wir mal, ihr Lieben. Jedenfalls sind wir jetzt erst einmal am Ende. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, hoffe, es hat gefallen und drückt uns die Daumen, dass wir irgendwie das mit den Finanzen in den Griff bekommen. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.